Leute, willkommen zurück bei Super Mario 3D World. Wir haben jetzt ein paar drei Welten geschafft. Ich bin richtig stolz auf Peach. Yay. Und gut, wir machen jetzt einfach ganz klar was mit der Welt 4-4 Abenteuer im Trampolinberg. In den Trampolinbergen, tut mir leid. Oh, Peach. Welt 4-4. Okay, komm. Und hier kann ich sicher so hin und her hüpfen. Ich mag die Melodie so richtig gut. Aber hier, ich glaube, hier alle Grünsterne zu finden, das wird wieder ein bisschen lustig. Nicht wahr? Mit lustig, Peach, ne? Wir haben uns ja lieb, Peach. Irgendwie ein Power-Up, wenn ihr gewiss. Boing. Oh Gott, ihr habt mich doch verarscht. Oh Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott, gib mir die scheiß Feuerblume. Oh Gott, kann ich die mit der Feuerblume umbringen? Oh Gott, ich weiß nicht, Christen. Ich habe das Gefühl, ich habe den ersten Stern schon verpasst. Moin. Ravier. Seid einsam. Das war nix. Was mache ich hier? Was mache ich? Kaffee und Kaffee. Schön, erst habe ich noch Sterne angesammelt. Boing. Ach komm, den schaffe ich noch. Mittelwelf. Oh Gott, die Melodie, ich liebe die Melodie einfach. Hab die so richtig gern bekommen. Hier muss doch irgendwas haben, das ist hier nichts für nix hier. Okay, wie soll ich darauf kommen? Hallo? Hä? Komme ich irgendwo eine Katze rüber? Katze? Feuerblume? Mit der Feuerblume komme ich aber dort nicht drauf. Dort ist eh 100% die Stempel versteckt. Komm schon, Peach, du dumme Kuh! Da können wir auch noch mal rein. Ich mache es jetzt schon, ich springe mich jetzt schon. Ich weiß nicht, wie ich die Dinge umgedreht habe. Mein Fehler. Scheiß. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, komm, das schaffe ich. Du gehst weg hier, bitteschön. Mit dem. Hinwerfen. Ah, fick doch die Henne. Und wieder auf in den Tod. Peach. Ich habe jetzt so meine Charaktere gefunden, mit denen ich eigentlich gar nicht umzugehen weiß. Wir sind Peach und Toad. Mit Luigi und Mario komme ich bis jetzt am besten klar, finde ich. Die Stimmefähigkeit von Peach wird mir schon wieder zum Verhängnis. Okay. Drauf hier. Ach, du bist dort einfach nicht drauf, nicht wahr? Du bist dumm! Oh Gott, lass mich wieder sterben. Es nervt mich. Es nervt mich tierisch. Ne. Ich schaff das wieder nicht. So, jetzt wird was dorthin. Geh da rauf. Du wirst ja auch nicht mal da rauf gehen. Ich nehme Luigi für diese Mission. Jetzt reicht's mir endgültig, ey. Ich kann nicht zurück zur Karte. Warum kann ich zu nicht zurück zur Karte?
weil ich in der Luft bin. Sehr lustig, Nintendo. Witzig. Ich nehme Luigi. Gib mich mal kreuzweiß. So. Ja, genau, Luigi Time. Da hat wenigstens was drauf. Goddammit. Auf hier. Dun, 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 dun. Na, starke Brüder. Müsst ihr so nah bei der Münze sein. Heute läuft's einfach nicht. Doin, doin. Auf hier. Gut, der erste Gegner stehen. Gut, Luigi. Ah, Gott. Was mache ich hier wieder für Quatsch, Leute? Das geht's gar nicht. Ich war gerade voll ruhig, weil ich voll konzentriert war. Tut mir leid. Ich hab's auch gemerkt. Aber es ist ein bisschen spät. So, Feuerblume her. Ja, hier. Doing, doing. Gut, Luigi, komm, wir schaffen das. Du zweit schaffen wir das, wir haben doch schon Schwierigeres geschafft. Ach, leck mich doch, Mann, das ist sowas von Scheiße gemacht, Mann. Das nervt mich gerade tierisch ab. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie tierisch das mich abnervt. Jetzt ohne Witz. Oh Gott, was mache ich eigentlich für Scheiße? Gut, den Stempel habe ich auch schon. Moin. Leck mich, ich weiß, wie ich da drauf komme. Gut. Auch wenn das Spiel zu beleidigen und nachdenkt. Das wäre mal eine Idee. Ich weiß, wie ich da drauf komme. Jetzt fühle ich mich richtig blöd. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt fühle ich mich richtig blöd. Leute, geht das Spiel hier zu Tode und kommen nicht auf die einfachste Idee. So. Feuerblume ein bisschen rumspielen. So, gib her. Aufnehmen, Luigi. Nimm es auf. Das ist so verkackt scheiße gemacht, Leute. Nach dem guten letzten Part muss so. Nee, den Scheiß dann noch, ich kann so die sparen. Ich bring mich extra um. Das ist alles Absicht. Das ist nicht hier, weil das Level zu schwer ist, sondern weil ich zu blöd dafür bin. Komm her. Ich kann mich doch mal umbringen, weil er das Size-Teil nie richtig hinwirft, Mann. Oh, das nervt mich. Oh Gott. Das Spiel liegt mir sowas von überhaupt nicht. Das merke ich doch immer wie mehr. Ja, Laptop, ich weiß, du bist laut. Das ist die letzte Aufnahme. Es bringt nicht mehr, hier länger aufzunehmen. So, rein hier. Boing. So, das ist doch nicht schwer. Warum tue ich mir der dritte grüne Stern? Wo soll der zweite sein? Wahrscheinlich hier oben, nicht wahr? Aber wie soll ich hier oben raufkommen? Ihr habt doch Wünsche, Nintendo. Wie soll ich da draufkommen? Das ist nicht mehr so lustig. Keine Chance. Für hier brauche ich ja die Scheiß. Schon wieder wird mir die Katze aufgezogen. Das kotzt mich so richtig an, Leute. Jetzt ohne Witz, das macht gar keinen Spaß mehr. Ah,
Dann meine Stimmung sinkt immer mehr auf das Nullkrätchen. Oh, fuck mich doch ab, ey. Kann ich heute gar nichts? Ja, und hier kann ich natürlich jetzt wieder 10 Jahre warten, bis das Teil sich auch richtig fortbewegt. Ist ja auch geil, dass ich hier für eine Katze brauche, aber im ganzen Level gar keine Katze für kriege. Ich weiß nicht, wie wirst du sonst dort hochkommen? Es gibt. Ja, du kannst so einen Sprungteil mitnehmen, auf die Idee kommt doch niemand. Das kommt erst beim zweiten Anlauf, da kannst du gleich mit der Katze reingehen. Die Katze hol ich mir nachher auch im ersten Level, das ist mir sowas von egal. Hab echt keine Geduld mehr, ja, komm, geht mir nicht auf die Nuss. Tut mir leid, aber meine Stimmung sinkt wirklich immer mehr dem Nullpunkt zu. Wir machen einfach mal weiter, ich gehe noch nicht zurück. Wir machen mal weiter mit der nächsten Welt, vielleicht kriege ich dort eine Katze. Wäre auf jeden Fall nett. Wäre auf jeden Fall nett. Sonst gehen wir in Welt 1 zurück, holen uns die Katze und dann geht's weiter. Die verlorene Stadt in den Spikebergen, okay. Ah, let's go, Luigi. Oh. Ah, damn it. Fucking Spikes, dankeschön. Euch kann ich ja umbringen, nicht wahr? Ihr merkt, Leute, das geht, das Spiel ist ja nicht schwer. Ich stelle mich einfach richtig dumm an. Das war richtig dumm. Gut, den Stempel haben wir schon mal. Und dann soll es jetzt nicht scheitern. Röhre. Okay. Ich werde euch am liebsten alle töten. Komm, hau raus. So, aber da habe ich genug Zeit. So, du bist tot. Du bist noch nicht tot, weil ich zu blöd bin. Du bist tot. Dankeschön. Oh Mann, ey, das nervt mich. Warum bin ich so schlecht? Wahrscheinlich gehe ich hier noch bei den Babagumbas drauf. Lasst mich in Ruhe! Okay, so, jetzt geht's euch noch. Oh Gott. Mach mich groß, mach mich groß. Oh je. Überspringen? So. Dein. Katze! Ah, die bad ich bis zum Schluss, ey. Ich bin noch nie so motiviert, eine Katze zu bei mir zu behalten, wie jetzt gerade. War sowas von scheißklar, ey. Okay, das war jetzt meine eigene Ungeduld. Da war ich jetzt selber schuld. Ich habe schon wieder den zweiten grünen Stern verpasst. Wo sollte der gewesen sein? Oh Gott. Was ist los? Oh. Warum bin ich so fucking schlecht, Mann, ey? Momentan habe ich so richtig gar keinen Spaß mehr. Ach komm, geh hier rauf, ich will hier nicht abkratzen.
Oh Gott, Katze. Verdammt, Spikes hier regt mich so auf. Aber hier ist doch irgendwo. Oh, sorry, bitte schon der zweite grüne. Ja, kannst ja loslassen. Ich hab's ja begriffen. Jo. Gut. Ja, gut. Okay, auf das kann man wirklich noch kommen. Jetzt muss ich unbedingt gucken, dass ich hier die Katze bis zum Schluss warten kann. Oh Gott, was ist bloß mit mir heute los? Komm her. Gut, alle 3-5 Sterne, die hätten wir schon mal. Fuck, da konnte ich nichts dagegen machen. Keine Chance gehabt. Und hier oben ist ja schon das Ziel. Oh Gott, bin ich schlecht. Fuck. Wenn ihr noch zuschaut, seid ihr wirklich gut drauf, Leute. Gut drauf. Jetzt gehe ich nämlich, Schluss fange ich jetzt nicht mehr. Keine Chance, vergiss es. Weil die eine Welt ist noch gar nicht komplett, bloß wir haben noch ein Rätselhaus. Wo führt uns diese Röhre hier hin? Das erste versteckte Feuerbrüder. Okay, ich gehe hier wahrscheinlich drauf, was kleiner Knirps. Nee, ist ja gut. Weiß ich auch nicht. Hä? Er hat sich dann ab und zu dich gegenseitig umgebrochen. Geschafft. Okay. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich ein grünes Toad-Taste, aber bräuchte ich. Ich bräuchte das normale Toad-Taste jetzt viel dringender. Zirkus? Ne, Leute, ich hol mir eine Katze ab. Im ersten Level. Mal nachschauen. Und das ist eine Katze. Tut mir leid, ihr seid jetzt live dabei, wie ich den ganzen Weg wieder zurückgehe. Ist doch auch schön, so sehen wir immerhin die Artenwerte wieder. Oh Gott. Ich habe keinen Plan, wo ich sonst eine Katze herkriege, ohne dass ich jetzt so weit zurückgehe. Ja, und da müssen wir noch einen Stempel suchen. Wir müssen noch ein paar Orten die Stempel suchen. Okay, jetzt sind wir hier. Wir sind bald da, Leute. Wir sind ja bald da. Ich kann ja ein bisschen off-topic hier reden. Kann ich ja mal fragen, wie euch das Projekt im Allgemeinen so gefällt. Auch wenn ihr hier wirklich was Skill anbekommt, die letzten Parts nicht damit in. Was heißt in Verbindung? Ihr wurdet die letzten Parts einfach nur noch wahrscheinlich komplett massakriert von mir, weil ich nichts mehr drauf habe. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Na. Schöne Welt 1. Das war noch so einfach damals. Das war schön, das war richtig schöne Welt. Gegen die Welt mag ich, die ist so einfach. Ich hatte meinen Mal nicht aufgepasst, sonst gehe ich hier drauf. Katzen Mario, Luigi und Bibi. Oh, hier wurde die noch so schön in Verbindung gebracht, wie das alles funktioniert. Tschüss, Gummas. Und runter hier. Die zweite Katze sammeln wir natürlich auch ein, weil
Weil warum? Wir brauchen. Wenn ich einmal getroffen werde, kann ich immer noch mit der Katze versuchen durchzukommen. Ah, gut. Wir haben es geschafft, Leute. Damit gleich auch hier mit Luigi die erste Welt abgeschlossen, ist ja auch schön. Sparen wir uns für später häufig Zeit. So, jetzt geht der Weg zurück. Und wie gesagt, schreibt mir eure Meinung über das Projekt in den Kommentaren. Mir macht es trotz Fails recht viel, richtig viel Spaß. Das würde ich jetzt nicht wieder aufnehmen. Ihr bekommt diesen Pack, habe ich Dienstag lieber. Wir haben jetzt Freitag, ja, Freitag. Aber seid ihr immer schön Parts auf Lager. Ich finde, hier hätte die Röhre gut getan. Aus den New Super Mario's Bros. Teilen, wo man sich hin und her schießen kann. Hätte jetzt ein bisschen Zeit gespart und mein. Ach Gott, später müssen wir noch die Stempel. Stempel? Warum sage ich Stempel ist Schweizerdeutsch? Bei euch sagt man doch Stempel, oder? Die Stempel noch suchen. So, wir sind gleich wieder dort. Oh Gott. Aber für diesen Part möchte ich mich auch entschuldigen, Leute. Das ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei, was ich hier liefere. Ich weiß es. Aber ist besser als nichts, nicht wahr, Leute? So. Da können wir im nächsten Part immerhin das Schloss und die neue Welt beginnen, wenn alles gut läuft. Ja, und das Rätsel aus müssen wir im nächsten Part auch noch machen. Das mache ich hier nicht mehr. So, jetzt können wir durchrushen bis zu dem Punkt, wo ich die Vermutung des zweiten Sterns habe. So, rauf hier. So. Ich will jetzt mal irgendetwas probieren, und zwar will ich den Kerl hier mitnehmen. Ich bin wirklich sprachlos. Die Katze benutze ich jetzt definitiv nicht. Ich bin an meiner eigenen Dummheit richtig sprachlos. Oh Gott, Mann, warum bin ich so scheiße schlecht? Ich bin ja schon wirklich so schlecht, dass es gar nicht mehr. Wer guckt sich das hier bitte schon noch an? Wer gibt sich das so lange? Ich würde es mir auch geben, aber. Ich will gar nicht wissen, wenn das so weitergeht mit dem Spiel, wie das später dann sein wird. Du verdammte Mistkerl. Okay, du bist wieder real nach einer Zeit, ne? Ist man so eine? Ja? Schön real werden? Dann weg dich! Komm, dreh dich um. Ich weiß, dass du gleich wieder richtig real wirst. So, warum habe ich noch einmal die Katze, wenn ich das ja eh hätte machen können. Ich verdammter Idiot. Weißt du, ich habe die Katze nicht mal gebraucht. Ich bin sowas von richtig, ey Leute, ich bin so richtig blöd. Tut mir echt leid, dass ich auf die Idee. Ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, warum hat mich doch. Ich hätte Zeit sparen können. Ich hätte so viel Zeit sparen können. Nein, ich muss mich richtig. Warum habe ich das selber nochmal mit Luigi gemacht? Ich hätte jetzt noch mehr Zeit sparen können. Oh. Ja, zum Glück ist das der letzte Part, den ich heute aufnehme. Sonst hätte ich. Vielleicht mache ich später am Abend nochmal eine Session, aber jetzt ist es definitiv Schluss. So, wer von euch ist. Die goldene Fahne will ich trotzdem holen. Dankeschön. Dann wirst du jetzt dorthin gehen. Jetzt gehst du hier rauf und. Halleluja! Ah, das war's. Leute,
Ich will euch gar nicht länger sowas antun. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Daumen hoch, was es euch trotzdem gefallen hat. Sehr schön. Würde mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.